bin Yannick Oenning, bin 18 Jahre alt und spiele beim MSV Duisburg. Also ich bin mit 4 Jahren angefangen mit dem Fußballspielen, damals beim SC26 Bocholt. Dort habe ich dann 10 Jahre gespielt, bis 2006. Dann habe ich das Angebot aus Rhede bekommen und das hat mich natürlich gereizt, weil ich halt eben weiter höher spielen wollte und höher kommen wollte. Dann bin ich halt eben da hingegangen und dann hat es noch nicht lange gedauert, bis ich das Angebot aus Duisburg bekommen habe. Als ich schon in Rhede gespielt habe, da war ich auch schon in der Niederrhein-Auswahl. Das heißt, ich kannte die Spieler aus Duisburg und Gladbach und da war ich natürlich auf der Liste der Scouts direkt drauf. Und ja, dann habe ich halt eben Anrufe bekommen von mehreren Vereinen und habe mich dann letztendlich für Duisburg entschieden. Man spielt natürlich auf einem ganz anderen Niveau, wird viel akribischer gearbeitet, halt eben das Umfeld, die Presse ist dabei, ist natürlich eine ganz neue Welt. Ganz so neu ist all dies für den Bocholter nach 4 Jahren beim MSV Duisburg natürlich nicht mehr. Der 18-jährige Außenstürmer gehört zum älteren Jahrgang der A-Jugend und das heißt, am Ende der Saison soll der Schritt in den Seniorenbereich erfolgen. Natürlich ist mein großes Ziel, direkt in den Profibereich einzusteigen. Aber dass das nicht ganz leicht ist, ist bestimmt jedem klar. Natürlich nach außen hin sieht aus, als wenn Fußball immer leicht wäre. Man spielt ein bisschen, man ist gut und man kann viel Geld verdienen. Aber gehört immer 50% Talent dazu und auch 50% harte Arbeit. Bei einem von Yannicks Vorbildern hat sich die harte Arbeit bereits gelohnt. Er wirbelt und ballert sich in diesem Jahr durch die erste Fußball-Bundesliga. Da fällt mir spontan zum Beispiel Marco Reus von Borussia Mönchengladbach ein. Der kam natürlich als Nachfolger von Marien nach Gladbach, auch vom kleinen Verein wie damals Rot-Weiß Aalen. Spielt natürlich sein erstes Jahr in der Bundesliga, war neu und hätte nie gedacht, dass er so gut einschlägt. Er hat natürlich direkt in seinem ersten Jahr alles gebracht. Obwohl es in dieser Saison bislang noch nicht so läuft beim MSV, kann Yannick persönlich einigermaßen zufrieden sein. Mit 3 Treffern und einer Vorlage in 10 Partien war er an einem Drittel aller Zebra-Treffer direkt beteiligt. Ich kann beides. Ich habe bisher eigentlich immer geschafft, dass ich in den Saison eigentlich dann mit der beste Torjäger bin, aber auch die meisten Vorlagen gebe. Also von da aus sehe ich da keinen großen Unterschied. Seit der B-Jugend wird Yannick von Carsten Wolters trainiert, der seit dieser Saison auch für die A-Jugendlichen hauptverantwortlich ist. Wolters kennt Stärken und Schwächen des 18-Jährigen natürlich genau. Bei Yannick fällt natürlich auch, er ist natürlich, ich glaube, der schnellste Spieler bei uns hier in der Mannschaft. Hat natürlich auch einen guten linken Fuß, eine gute Flanke aus dem Lauf. Woran er arbeiten muss, ist einfach er muss ein bisschen variabler werden. Also er neigt auch immer dazu, seine Schnelligkeit nur auszuspielen, sich auf seine Schnelligkeit zu verlassen, ne, indem man den Ball vorbeilegt. Und das kann man natürlich bei stärkeren Gegenspielern dann vielleicht einmal, zweimal machen. Aber die stellen sich dann auch irgendwann drauf ein. Und da muss er einfach schon noch mal so ein bisschen, auch jetzt, der muss jetzt kommen, der Schwung noch mal oder der nächste Schritt, dass er auch da schon ja, im Kombinationsspiel einfach mal einen Doppelpass fordert und dann wieder geht. Ne, dann ist er, denke ich, gar nicht mehr zu halten. Ne, wenn er einen anspielt und geht, dann startet er wieder in die Tiefe. Und da verlange ich jetzt auch von ihm, dass er auch als Altjahrgang da auch vorangeht, ne, dass er sich da auch weiterentwickelt. Die Kritik des Coaches fällt bei Yannick auf fruchtbaren Boden. Neben den 5 bis 6 wöchentlichen Einheiten beim MSV Duisburg arbeitet er seit einiger Zeit auch mit einem Mentalcoach zusammen, um die letzten Prozente rauszukitzeln. Natürlich gehört es auch bei zu Hause sich hinzusetzen und sich damit zu befassen. Weil ich denke, man braucht eine vernünftige Vorbereitung aus Training und auch aus Spiel. Denn nur so gut wie man trainiert, kann man auch spielen. Deshalb denke ich, ist das auch sehr wichtig. Man bereitet sich halt eben mental darauf vor, mit verschiedenen Übungen halt eben, Antizipation, halt eben Schnelligkeit, Gedächtnis, dass man im Kopf schneller arbeitet, um halt eben die 1/10 Sekunde schneller zu sein als der Gegner, die natürlich auch wichtig sind. Professionell und akribisch. Bei Yannick ist alles dem Erfolg untergeordnet. Dennoch spielen für den Bocholter Stürmer auch andere Dinge wie Freunde und Schule eine große Rolle. Der Erfolg ist natürlich ziemlich wichtig. Natürlich dürfen die Freunde nicht fehlen. Aber die Freunde, die ich damals schon hatte, die habe ich jetzt auch weiterhin und die unterstützen das auch natürlich. Ich mache natürlich jetzt erstmal mein Fachabitur zu Ende, versuche ich natürlich erfolgreich abzuschließen. Ja, und dann habe ich halt eben noch eine 2. Ausbildung dabei, die mich natürlich auch weiterbringen könnte, falls ich in den Profibereich nicht schaffe.